Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ark Survivally Wolfed. Und heute. Ich hoffe, heute klappt es wirklich mal, dass wir den Gigantosaurus oder wie auch immer heißt, Sound Tame, der sich gerade so wild im Kreis dreht. Und ja, ich habe auch schon einen kleinen Plan. Was heißt einen kleinen Plan? Ja, ich habe hier ein paar Wände und so mitgenommen. Und hoffe einfach mal, dass wir den da irgendwie reinlocken können. Und dann wiederum den da quasi gefangen zu halten. Und den dann da halt zu tamen. So, dafür muss ich jetzt aber erstmal in der Nähe eine Stelle finden. Am besten nicht allzu nah, aber schon nah. Alter, wieso dreht er sich da hinten im Kreis? Okay, das ist schon mal gut, der ist abgelenkt. So, jetzt muss ich gucken, dass hier kein anderer Gegner natürlich auch ist, ne? Oh, so dass ich meine Ruhe hier erstmal habe. Da sehe ich schon meinen ersten, so einen ersten Hurensohn. Aber das dürfte erstmal hier so klar gehen. So, dann baue ich hier erstmal. So, Alter, es ist Musik. Die Mucke ist ja richtig laut bei. Ich weiß nicht, wie laut. Warte, ich mach die jetzt echt mal leiser. Wahrscheinlich ist bei euch wieder so richtig leise gleich. Oder nachher. Aber das ist mir jetzt egal. Mir ist es gerade zu laut. Ich höre mir nicht das Spiel, den Spielsound gar nicht mehr. Und wenn jetzt der Giga kommt, dann bin ich down. Aber so was von nur. Vielleicht kann ich auch einfach auf den Adler gehen und dabei bauen. Muss ich mal gucken. Ob das gut funktioniert oder ob das zu krübbel wird. Und der schmeißt. Ah, so. Wie breit muss ich das denn überhaupt machen? Ich muss mal gucken. Ich glaube, ich habe hier sogar einen zu weit gebaut, aber das muss ich jetzt hier machen, wenn ich so am besten. Ja, guck, der wirft mich nämlich jetzt ab. Aber der landet ja von automatisch wieder, das ist gut. So. Mal gucken. Böse fliegen? Liebe fliegen, alles klar. Auch so von der Länge und Breite, mal gucken. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob es so klug ist, das hier im Wasser zu machen, aber... Gut, es wird auch langsam wieder Tag, das heißt, sehen können wir gleich auch wieder ordentlich. Mal gucken, ob wir Piranhas sind oder sowas, weil die dürfen die natürlich nicht nachher auffressen. So, jetzt die Frage, wie groß mache ich das? Also ich glaube, von der Breite her ist schon ganz okay, der kann sich da... nicht ganz drin wenden. Muss er ja auch nicht unbedingt können. Solange er eigentlich uns in Frieden lässt oder uns nicht angreift, ist okay. Aber... Wo ist er denn hin? Nicht, dass er gleich hier direkt vor meiner Fresse hier steht. Nein. Nein. So. Da hinten steht er nämlich. Und kommt gefährlich nah in meine Richtung. Ja, okay. Gefährlich nah vielleicht noch nicht, aber schon nahe. Okay, jetzt sehe ich den nicht mal mehr. Und wann sehe ich den ungefähr? Ab hier, okay. Aber wenn er dieses eine Viech, den Paracer, denn angreift, dann wird es schon gefährlich. So, von der Länge her sollte das doch reichen. Und dann baue ich da das am besten ein bisschen weiter runter. Muss ich mal gucken hier, wie es ein bisschen geht. Oh Gott. Alter, ich erschrecke mich immer so krass bei den Viechern. Ja, komm du Fick-Viecher, ey. Okay, fuck der Giga. Oh fuck der Giga, oh fuck der Giga. Oh oh. Ja, gut. Der ist mir jetzt doch ein bisschen zu nah schon dran. Boah, wobei. Das geht noch. Aber das ist ein Kanu auf der anderen Seite. Und da sind zwei Kompis, die den Adler angreifen. Adler, komm her. Alle. René. So. Wir müssen die halt mal kurz drauf gehen hier. Ah, weg damit! Weg damit!
So. Marker, ey, ich will doch nur hier in Ruhe bauen. Der Ficker mich auch noch. Ey, komm jetzt. Komm, danke. So. Leckt mich am Arsch, ey. Wehe, gleich kommt der Kano von hinten hier. Kommt er anscheinend nicht. Gut. So. So. Ich hasse es! Was passiert, ey? Was? Willst du mich ver... Vielleicht sollte ich lieber gleich aufhören. Ich meine, immerhin. Wenn das einmal nicht läuft, ne, dann... Alter, ist das nervig, ey. Vor allem habe ich jetzt, glaube ich, die ganze Stuff. Wobei nicht von allen, glaube ich. Na, mal gucken. So. Zack. Fail gerade, Omega. Aber gut. Failing gehört auch dazu hier. So, dann ist noch ein Skorpion. Da müssen wir auch ein bisschen aufpassen, weil ich jetzt wirklich extra kack fast keine Bewaffnung und keine Rüstung und sowas anhab oder mit hab. Damit, ja, falls ich drauf gehe, ich nicht so viel verliere. Alter, hab ich mich erschrocken! Alter, der bekommt mich, aber ich krieg den nicht, ne? Ja, ist ja logisch. Ey, Junge, ich... Ich machte den noch hier down, ey. Holy shit, ey. Mag ja diese fucking Fliege, Mann! Das ist doch kein Panzer, ey. Ein Adler einmal raufbeißt, danke. So, und jetzt muss ich mich noch irgendwo um die... Mann, hätte ich wenigstens mein Pike mitgenommen, ey, dann hätte ich... So, da müsste der Giga ja einfach rüberlaufen können. Mein Adler wird gleich wieder von so einem hässlichen Kompi angegriffen. Es ist doch nervig. So, ja, mal gucken, ob ich hier jetzt das Tor aufbauen kann. Ich hoffe einfach mal. Achso, hier, 4. Hier. Hallo? Gucken, wie ich das mal ein bisschen mache. Ah, kann ich, okay. Da müsste ja eigentlich der Giga durchkommen können, oder? Jetzt werde ich wieder angegriffen von irgendwelchen Fickviechern. Oh, will ich nicht. Wow. Das ist eine Ehre. Vielleicht hätte ich doch dieses andere Geld mitnehmen müssen. Aber es ist egal. So? Hallo? Darf man die Tür aufschließen? No snap point. Okay. Alter, es klappt auch gar nichts, oder? Hier ruft du. Alter, what the fuck? Wieso funktioniert der Kram denn bei mir nicht? Problem ist das Tor, das muss ich auf jeden Fall haben, weil ohne Tor geht gar nichts da. Ah Gott. Dreh du Kackvieh. Okay, das heißt, ich muss auf jeden Fall nochmal die Piranha da drin entfernen.
Die gehen mir gleich sonst richtig auf den Sack beim Tame. Was heißt gleich? Ein bisschen dauert, wird es ja auf jeden Fall, den zu tamen, aber. Move and Speed hier noch skillen und so. Kann man hier drauf landen? Ne, kann man nicht. Schade. Du Hurensohn. So. Muss ich irgendwie schaffen, diese Tür zu setzen. Ah, perfekt. So, und jetzt muss ich nur noch am besten... Alter, die Musik ist echt laut. Holy shit, jetzt muss ich nur noch am besten den Piranha hier drin töten. Oder ein oder mehrere, ich weiß es gerade gar nicht. Jetzt siehst du noch einem aus. Ne, das ist gar kein Piranha. Da ist ein Piranha. Oh, wabala. Alter, halt! Scheiß Fliego, Mann! Alter, willst du dich verarschen, ey? Ich dachte jetzt schon, ich gehe hier drauf, ey. Mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht mehr gewundert. Ich muss am besten genau auf Wasserhöhe fliegen, damit ich den irgendwie so ein bisschen erwische. Einmal erwischt, okay. Muss mal kurz gucken, wo der ist. Wo ist der denn? Nein, in der Ecke, okay. Ja. Dankeschön. So, jetzt sind hier keine Piranhas mit drin. Richtig? Habe ich jetzt richtig erkannt, ne? Ja, habe ich richtig erkannt. Gut. So. Dann bauen wir hier noch eine höher und dann lübt das auch. Weil da oben werden wir, Maris und ich, uns nämlich draufstellen. Mir fällt gerade auf, ich brauche noch zwei Ceilings oder sowas, damit wir uns da überhaupt draufstellen können, aber... Wir können ja rein theoretisch schon mal den Giga anlocken. Ja. Weiß nicht, der Giga gerade... Oh, oh. Ne, hab ich den nicht gehittet? Verdammt. Anscheinend. Oh, oh. Fah, Giga, verfolg mich doch, du Huren. Ne, du scheiß T-Rex will ich nicht. Oh, jetzt geht er zu den beiden Brontos. Ja, komm, fick dich doch. Ja, gut. Was hat der denn bitte für eine Hitbox? Okay, ich gehe kurz einmal, Achso, wir machen es jetzt in der nächsten Folge einfach. Ich baue mal ein paar Ceilings oben rauf oder irgendwie sowas, damit wir uns da raufstellen können. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wie ich den Gigant... Oder wir, wahrscheinlich eher wir, den Gigantosaurus tamen. Also war doch noch nicht diese Folge... Also habe ich diese Folge gelogen am Anfang, tut mir sehr leid. Also, ne? Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao.